Und dann hier noch mit so einem langen Trailer, ne? Und die Folge ist zu Ende. Okay, ohne Verabschiedung, letzte Folge wieder. Mein Aufnahmeprogramm hat sie wieder beendet. Es tut mir leid, aber ich habe es ja gesehen. Das heißt, wir werden hier die neue Folge jetzt direkt anfangen. Also sage ich mal hallo und herzlich willkommen. Ihr müsst jetzt, so wie es aussieht, damit leben, dass bei manchen Folgen keine Verabschiedung dabei ist. Vielleicht mache ich nochmal ein extra Video dazu, aber es regt mich jetzt gerade echt richtig auf. Naja, wir sind gerade dabei, hier einzuparken. Und es tut mir leid, dass die Folgen so kurz sind. Ich hoffe, die Tonspur ist nicht verzogen. Und wir liefern hier jetzt gerade mal die 16 Tonnen Spanplatten. Ne, was war das? Holzschnitzel. Holzschnitzel, genau. Irgendwie sowas war das so. So. Einmal abkoppeln. Mann, ey, das regt mich gerade echt auf. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich wollte eigentlich zwischen der letzten und dieser Folge gucken, woran es liegt. So, wir machen jetzt nochmal da. Ich weiß es nicht. Und es regt mich gerade echt auf. Mann, Mann, Mann. Okay, dann lass uns mal einen Wegpunkt hier machen. Zum Schlafplatz. Zur Tanke hier. So. Ich weiß es nicht. Also, ich sage jetzt noch einmal für alle. Ihr müsst wahrscheinlich damit leben, dass bei manchen Folgen keine Verabschiedung drauf ist. Und dass bei manchen Folgen die Begrüßung erst ein bisschen später kommt, wenn ich dann merke, dass mein Aufnahmeprogramm die Folgen wieder beendet hat. So. Kann man das super einsehen hier, die Kreuzung. So. Ich bin ja kurz davor, jetzt mit OBS hier alles aufzunehmen. Aber das zieht halt immer so viel FPS runter, ne? Da ist das Problem. An sich ist Shadowplay ja auch ganz cool, aber es ist halt so doof, dass es meine Folgen einfach beendet. Ich finde das echt scheiße. Muss man einfach mal so sagen. Okay, 49.000 haben wir. Damit lässt sich doch vielleicht bei der Garage mal irgendwas arbeiten. Bei der Werkstatt meine ich, nicht bei der Garage. Und wir fahren jetzt gerade Richtung Sonnenuntergang. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, das muss man mal dazu sagen. Aber es macht es nicht besser, dass mein Aufnahmeprogramm hier irgendwelche Folgen einfach beendet. So. Ja, Licht wäre vielleicht mal nicht so eine schlechte Idee. Denn so langsam wird es hier schon dunkel. Also es kann auch sein, dass bei dieser Folge hier keine Verabschiedung drauf ist. So, tanken müssen wir eigentlich nicht. Das heißt, wir fahren direkt nach hinten hier zum Rastplatz. So, wir gönnen uns jetzt hier direkt mal eine in der Mitte. So, Handbremse ist natürlich angezogen. Nicht, dass wir wegrollen, wenn wir hier schlafen. 5 Uhr morgens. Gucken wir mal, was unsere Aufträge so bringen. Aber erstmal schauen wir hier bei der Bank vorbei. 89.000er Kredit haben wir hier noch. Okay. Und das passt eigentlich alles. Wir sind jetzt hier in Huron. Nee. Fresno. Nee, wir schlafen noch mal. Das gefällt mir nicht hier. So, Kreditraten sind gezahlt. Es ist ein bisschen am Nachmittag. Das heißt, wir werden wahrscheinlich wieder in den Abend reinfahren. Und gucken mal. Ja, hier gibt es jetzt einen Tandem. Und der ist sogar schön weit. 9.000. Gemüse 17 Tonnen. Ist jetzt nicht so wenig, aber ist in Ordnung. So, das ist eine relativ weite Strecke, das heißt, die werden wir in den nächsten Folgen wahrscheinlich nicht schaffen. Also in dieser auf jeden Fall nicht. Denn mein Aufnahmeprogramm ist ja wieder daran schuld, dass sie so kurz sind. Und lass mich raten, wir müssen wieder zur gleichen Bude, wo wir eben gerade schon waren. Der 10. reicht ja für 55, so. Okay. Ich gucke jetzt immer hier, ich habe mir nebenbei jetzt den Ordner aufgemacht, wo die Aufnahmen drin sind, und damit ich dann sehe, wann er wieder eine abgebrochen hat.
Und ich werde mich jetzt schon mal bei Minute 11 verabschieden. Danach aber noch weiterreden. Nicht, dass ihr euch wundert. Aber dann irgendwann wird die Folge ja wohl abgebrochen sein. Leider. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich würde ja gerne mal ins Aufnahmeprogramm gucken. Das heißt, diese Folge wird 10 Minuten lang. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm für euch. Aber ich gucke dann nochmal im Aufnahmeprogramm. Und dann klären wir das mal. Oder ich kläre das dann mal, woran das liegt. Es geht so einfach nicht weiter. Meine Folgen sollen 15 Minuten lang sein. Also will ich auch, dass sie 15 Minuten lang sind. Tja. Doof, doof, doof. So, hier geht's rein. Hier holen wir nochmal kurz unseren Auftrag ab. Hier haben wir unseren Nerv abgegeben. Mal gucken, steht er da noch? Nee, upsala. Schon wieder weg, der Auftrag. Also, den wir abgegeben hatten. So, zack, Frachtmarkt. Hier haben wir einen doppelten. Ja, oder wollen wir einen langen nehmen? Nee, wir nehmen doppelten. Und annehmen. 9000 kriegen wir für das Ganze. Ist jetzt nicht so viel, wenn man bedenkt, dass wir hier mit einem Tandem rumfahren. Ja, wir können vielleicht noch ein Stück rum hier. So. Gucken wir mal hier. Mal gucken, ob das klappt. Oh ja. Mal gucken, wie stehen wir denn hier so? Sieht richtig gut aus. Nicht schlecht. Okay. Okay, hier sehen wir jetzt den Tandem-Anhänger. Natürlich einmal Blinkercheck, gehen alle, Bremslicht geht. Normal, das Licht geht auf. Ja, da haben wir jetzt also unserem ganz kleinen LKW hier mal einen fetten Tandem-Anhänger. Ihr hört schon, er quält sich hier richtig. Okay. So, ist jetzt natürlich alles hier ein bisschen schwieriger zu handhaben. Gott. Der hat richtig zu kämpfen hier. Komm, fahr vorbei, ja. Einmal einen Blick in den Spiegel werfen. Jo, kommen wir rum. Sehr schön. Okay, und da vorne geht es dann auch gleich schon auf die Autobahn. Wir fahren mal ein bisschen weiter rechts hier. Damit uns vielleicht Autos überholen können. Wobei ich sowieso Überholverbot, dann lassen wir es mal. Wir wollen ja hier keine Leute anstiften, irgendwie das die Straßenverkehrsordnung zu brechen. So, ich schalte jetzt mal nicht hoch hier auf den Berg. Okay. So. Vielleicht schalten wir hier mal hoch. So, dass wir jetzt hier gleich im dritten anfahren können. Ach, wir müssen gar nicht anfahren. Dann schalten wir wieder runter. So, jetzt geht's hier auf die Autobahn. Wir holen jetzt einmal schön Schwung. So. Ja, so können wir ruhig weiterfahren hier. Und die Folge mache ich hier dann gleich einmal zu Ende, damit mein Aufnahmeprogramm die nicht zu Ende macht. Dann gucke ich nach und wenn ich es nicht finde, nehme ich einfach weiter auf. Und ihr müsst jetzt ein bisschen damit leben, dass hier keine Verabschiedungen drauf sind. Es ärgert mich selber, glaubt mir. Ich glaube, wir fahren jetzt direkt schon an die Raststätte ran. Dann tanken wir meinen Weg nochmal. Aber so kann es nicht weitergehen. So, genau, bei Minute 10 werde ich dann hier Schluss machen. Wie stehen wir denn hier so? Ja, kommen wieder locker weg, glaube ich. Okay, so, ich verabschiede mich dann schon mal. Es hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr findet es nicht so schlimm, dass bei den letzten zwei Folgen keine Verabschiedung drauf war. Ich stelle mich jetzt hier gleich einmal hin und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo es hoffentlich 15 Minuten lang geht. Okay, also sage ich schon mal, bis zum nächsten Mal. Euer Jan.
Tschüss.